Als Amiibo Nummer 7 ist nun Samus an der Reihe. Auch sie wird von Nintendo in letzter Zeit vernachlässigt. Es gibt nicht mehr so viele Metroid-Spiele. Natürlich hoffen die Fans immer, dass ein neues rauskommt. Aber wer weiß das schon so genau. Die Amiibo gefällt mir wieder mal ganz gut. Und gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Es gibt ja auch zahlreiche Fehlkonstruktionen von Samus mit zwei Kanonenarmen. Die geht schon für über 1000 US-Dollar bei eBay rum. Aber ich finde, das braucht's eigentlich nicht. Die Amiibo ist auch so schon ganz schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.